So, liebe Freunde, schön, dass ihr am Start seid. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt irgendwas in die Kommentare. Schreibt eine 24 in die Kommentare, um den Algorithmus zu pushen, weil hier auf dem Reaction-Kanal muss es einfach abgehen, Kappa. Ja, ich wollte eigentlich gerade eine Reaction aufnehmen. Und ich habe gerade schon auf den Startknopf gedrückt von der Aufnahme und auf einmal klingelt es draußen und ich musste ein Paket holen, deswegen jetzt muss ich das nochmal aufnehmen. Das ist ein ganz, ganz großes Armutszeugnis, aber es ist auch ein heftiges Thema, denn Just Nero ist fast gestorben wegen einem inkompetenten Arzt. Das werden wir uns jetzt angucken. Ich bin sehr gespannt. Ich komme nicht aus der Puste. Und wir können uns schon mal auf einen heftigen Schnitt einstellen, denn Baku hat es geschnitten, ja. Auf Krampf, auf die Schnelle, ja. Da hatte ich nicht so viel Zeit und musste auf die Schnelle das Ganze cutten. Deswegen, wir lassen die Ansprüche nicht ganz, ganz weit oben schweben. Deswegen, los geht's. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Let's go. Na, wenn ihr mich aktiv verfolgt, wisst ihr, dass ich zwischendurch mal so Storytime-Videos mache. Findige Zuschauer wissen auch, dass da meistens irgendwas ist. Ne? Ich zieh grad um und hab weder einen Kopf für ein normales Video. Lol. Hier gibt's einen Ort, der heißt einfach Achim. Weltklasse, ey. Ich hoffe, da wohnen nur Achims, ne? Noch die Zeit oder die Nerven. Ich hasse Umzüge. Wenn ihr Storytime-Videos nicht feiert, macht aus, guckt ein anderes Video. Wenn ihr sowas mögt, dann liken sonst herzlos, keine Ahnung. Liked einfach. Tut's. Ja, was ist passiert? Ihr lest im Titel, dass ich fast die Radieschen von unten gesehen hätte. Es gibt so Phasen, da bin ich ständig krank. Immer erkältet, Nase am Schliefen, husten laut wie eine Bootssuppe. Vor, ich glaube, 4 bis 5 Monaten, Zeitgefühl wie 3 Kamele in der Wüste, die Stock-Videos. Bin ich krank gewesen. Mal wieder. Und mal wieder eine Mandelentzündung. So hat's zumindest angefangen. Ey, Real Talk, ne, ich bin auch immer krank. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber schreibt das gerne mal rein, wie es da bei euch ausschaut, ne. Es würde mich mal wirklich interessieren. Ich bin immer vorm Urlaub, werde ich immer krank. Immer vorm Urlaub, so eine Woche davor werde ich krank und dann muss ich hoffen, dass ich in der Woche wieder gesund werde, dass ich dann gesund bin im Urlaub. Das hat zum Glück jetzt die letzten Urlaube funktioniert. Aber sonst immer vorm Urlaub krank. Meine Freundin genauso. Meine Freundin, die ist auch immer noch die ersten 2 Tage so im Urlaub noch krank. Ey, das ist eine ganz belastende Situation. Ich weiß nicht, warum der Körper da so assi ist. Der weiß ja, dass man in den Urlaub macht, um sich zu erholen. Denkt er sich dann so, ey, weißt du was? Man kann sich viel besser erholen, wenn man einfach noch krank dabei ist. Ja, so Fieber hat oder keine Ahnung, so Husten, Schnupfen. Das kannst du mir nicht erzählen, ne? Das ist eine absolute Frechheit. Aber ich glaube, da geht es nicht nur uns so. Ich denke, dass haben einige, dass genau vorm Urlaub immer die größte Scheiße da passiert. Ne? Das ist ekelhaft. Das ist einfach nur ekelhaft. Ich war bestimmt 4 bis 5 Tage zu gar nichts zu gebrauchen. Zugegebenerweise bin ich nie zu irgendwas zu gebrauchen. Aber da halt besonders. Nach den paar Tagen wurde mein Fieber, das ich hatte, ne, übelst Fieber, deutlich höher. Um nicht zu sagen, du hättest mir ein Ei auf den Kopf gehauen und hättest das Spiegelei wiederbekommen. Meine Halsschmerzen wurden auch so ein wenig unangenehmer. F an Coco, der ich komplett die Ohren vollgejammert habe. Ich kenne das ja schon mit dem Mandelentzündung, deswegen dachte ich, kurier's einfach zu Hause aus, wird schon wieder. Ne, passiert nichts. Bis es dann wieder. Okay, gut, ich muss an der Stelle sagen, und das ist das große Glück, ich hatte bisher noch keine Mandelentzündung. Aber ich habe sehr oft Halsschmerzen einfach. Also ich habe schon sehr, sehr oft Halsschmerzen, aber keine, nicht in die Richtung Mandelentzündung. Es ist schon sehr stark teilweise, was ich dann Halsschmerzen habe, aber es ist nicht diese Richtung. Aber ich glaube, das ist auch ekelhaft. Ja, auch wenn dann hier so, wenn das alles sehr krass geschwollen ist. Ich weiß nicht, ob ich bei mir von der Mandel, nee, bei Mandelentzündung ist ja hier so der Bereich. Bei mir ist dann wirklich der ganze Hals, ist dann komplett am Arsch. Aber es gibt ja Leute, die haben so diese chronischen Mandelentzündungen. Also das kommt halt wirklich regelmäßig, dass da der Hals so extrem anschwillt. Und das ist halt echt ekelhaft. Ich glaube, das ist wirklich eine richtig belastende Situation. Ich weiß ja gar nicht, was Tanzverbot hat, aber bei Tanzverbot, ob das an Stimmbändern liegt oder irgendwas hat er auch, dass er teilweise nicht mal streamen kann oder dass es ihm extrem schlecht geht. Weil der das auch chronisch hat, dass das immer wieder kommt, wenn er viel gesprochen hat, viel geredet hat oder zu hoch oder zu laut gesprochen hat, dann kackt bei dem auch der Hals ab, ne? Das ist auch ganz unangenehm, Mann. Wirklich so schlimm wurde, dass ich fast gar nicht mehr schlucken konnte. Es ging einfach nicht. Also habe ich mich zum Arzt geschleppt. Überhaupt kein Bock, ne? Wenn ich krank bin, sind andere Menschen halt der Todfeind. Ich will nichts hören, ich will nichts sehen. Auf jeden Fall bin ich dann nach einer unangenehm langen Wartezeit drangekommen. Typisches Geblubber. Was hast du denn, mein Bursche? Ja, mein Hals, ne? Aua, ne? Die Ärztin hat sich meinen Hals dann angeguckt, so einmal kurz reingeschaut. Jo, hast du Mandelentzündung, ist nichts Schlimmes. Ich sag von wegen nichts Schlimmes. Das tut weh. Ich habe mir schon mehr Ibu reingedrückt, als ich sollte, und es hat nichts gebracht. Meinte sie halt, ja, dann versuch es mit Paracetamol, wenn Ibus nichts bringen. Antibiotika lassen wir erstmal noch. Wenn es in der Woche nicht besser ist, kommst du einfach nochmal wieder und dann gucken wir. Ich dachte, okay,
Ich bin ein Jammerlappen geworden. Bei den 50.000 vorherigen Mandelentzündungen tat es ja nicht so doll weh. Abends wurde es halt nicht gerade besser. Ich habe fast geheult vor Schmerzen. Macht es auf keinen Fall nach. Ich habe mir an dem Tag, ich glaube, insgesamt ein ganzes Blister Ibu reingehauen. 4 Gramm oder sowas habe ich mir da in den Kopf gedrückt. Schlafen wollte. What the fuck? Das ist, Alter, mach das nicht nach, ja. So viel Ibu reinzuhauen, ich denke, das könnte für deinen Körper jetzt nicht unbedingt das Beste sein. Also, auch nicht das so richtig klappen. Irgendwann ging es, dann kam der nächste Morgen. Komplett Trip. Ich bin aufgewacht, Polen war offen. Du hättest mich in die Sauna stecken können und hättest mir da einfach Wasser über den Kopf gekippt. Ne? Hätte auch geklappt, hättest du eine Dampfsauna. Was noch dazu kam, ich habe mein Maul nicht mehr aufbekommen. Es ging nicht. Meine Freundin war halt froh, der konnte ich nicht mal die Ohren vollkauen. Wenn ich was gesagt habe, hat man es eh nicht richtig verstanden. Ja gut, zugegeben, sie hat sich Sorgen um mich gemacht und mich halt gedrängt, dass ich doch bitte nochmal einen Arzt besuchen sollte. Dieses Mal halt einen anderen. Ich wollte erst nicht. Später hat sich dann tatsächlich rausgestellt, dass dieses Gemecker, das zum Arzt gehen soll, mir sehr wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Gesagt, getan, bin ich dann halt zum Arzt, ist ein Freund von der Familie meiner Freundin und der hat sich das dann mal genauer angeschaut, nicht so sporadisch wie die andere. Ne, der guckt mich an, fragt mich, warum ich denn nicht mal eher gekommen bin. Meinte ich, jo, ich war schon bei einem Arzt, es ist nichts Schlimmes laut dir. Ja, von wegen. Ne? Schweißausbrüche waren erstmal angesagt. Direkt ist er, das muss man ihm lassen. Der guckt mich an und sagt, wenn ich jetzt nicht sofort in die Notaufnahme gehe, sterbe ich. Du kannst dran sterben. Ich habe den angeguckt wie einen Rehenscheinwerfer. Ich wollte das nicht glauben. Die andere meinte ja, es ist nichts. Ich hatte einen Peritonsillarabszess. Das war keine Mandelentzündung, sondern so ein scheiß Abszess in meinem Hals. Ekelhaft, ja. Leute, Abszesse sind ja so oder so schon nicht unbedingt das Leckerste, aber wenn das noch im Körper drin ist, ja, das ist natürlich schon eklig, weil ist das auch, ich weiß nicht, ob das so gut, wobei das wird schon ganz gut behandelbar sein, aber so, wenn, ich glaube, das ist ja mit, so ein Abszess ist ja normalerweise mit Eiter gefüllt und wenn der aufplatzt oder so, es kommt ja darauf an, wie groß das ist, dann geht das halt, ich weiß nicht, ob das verbunden ist mit Blut, aber das geht halt in deinen Körper rein. Und dann kannst du wahrscheinlich dran vergiften oder so, weil Eiter ist ja nicht unbedingt das Positivste für den Körper. Ist auf jeden Fall schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Aber ich finde auch, manche Ärzte, die nehmen das immer so übel locker. Also ich bin dankbar dafür, dass es Ärzte gibt und dass es viele Ärzte gibt. Und das ist auch, das sind halt Menschen, die dir eigentlich helfen wollen oder die dir helfen wollen. Aber es gibt ja halt doch immer mal wieder ein paar Ärzte, die das nicht ganz so, die solche Sachen dann einfach so, ja, auf Mandelentzündung schieben und sowas, nur damit der Patient relativ schnell weg ist. Das ist auch ein bisschen kritisch, weil bei so einem Abszess glaube ich schon, dass es halt wirklich sehr bedrohlich sein könnte. Vor allem, wenn der immer größer wird und dann, wie gesagt, aufplatzt. Jederzeit hätte Platz. Aber schau, was du sagst. Einfach ein Hohlraum gefüllt mit Eiter hinter dem Mantel. Wenn der geplatzt wäre, dann wäre Blutvergiftung und oder Hirnabszess angesagt gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch hier sitzen würde, hätte meine Freundin mich nicht dahin getreten. Nach dem zweiten Arztbesuch sind wir dann auch natürlich sofort ins Krankenhaus, ab in die Notaufnahme und da wurde nur nochmal bestätigt, dass der Arsch kurz vor Eimer war. Ne? Da hat nicht mehr viel gefehlt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Insta-Story, die ich da gemacht habe, ne, Woche Krankenhaus kampieren, ist die Hölle. Es ist die Hölle für mich. Ich hasse. Ey, mir fällt das erst jetzt auf, ne? Hey, der hat dieses Bild schon immer drin, ne? Hat er das Bild schon immer drin? Ich glaube, das Bild hat er immer drin. Ja, das Bild hat er immer drin. Hey, warum fällt mir denn das erst jetzt auf? Ich glaube, ich habe das noch nie angesprochen, aber er sieht halt zu 0% so aus, ne? Aber es ist eine gute Vorstellung, ja, es ist eine krasse Vorstellung, so auf einen übercoolen Charakter, ja, aber wir können froh sein, Chasnero hat es überlebt, Chasnero hat sich dazu hinleiten lassen, nochmal zum Arzt zu gehen und ich denke, das war das Sinnvollste, was man hätte machen können in der Situation. Es ist einfach besser, dass da zwei Leute mal drüber schauen, ne? Hätte der jetzt gesagt, ja, ist auch mal eine Entzündung, ja, dann okay, dann muss man irgendwie damit leben, aber bei so einem Abszess, ich weiß auch nicht, inwiefern ein Abszess wieder zurückgehen kann, vor allem, wenn das im Körper ist und das muss ja irgendwie irgendwann raus, ja? Also das kann ja jetzt nicht einfach wieder weggehen, denke ich jetzt einfach mal. Das heißt, es muss behandelt werden, ansonsten hast du da ein Problem. Krankenhäuser. Es ist langweilig. Ich konnte ja nichts machen. Cortison und was weiß ich, was ich da alles bekommen habe. Ich bin dann halt eine Weile geblieben. Die Therapie hat dann auch Gott sei Dank gut angeschlagen und ich bin nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ne? Sogar um die Spaltung konnte ich mich rumwieseln, obwohl ich das schon alles unterschrieben habe. Cefuroxim auf Kralle bekommen und nach einer Woche war auch alles wieder gut. Ich war einfach wie neu geboren. Der Kicker kommt aber noch. Während ich im Krankenhaus war, hätte ich eigentlich ein Placement machen müssen. Und der Partner ist mir auf den Sack gegangen. Der hat mich genervt, wann ich denn das Video fertig mache. Die haben mich Alter, ich hoffe, er sagt mal den Namen, ey. Das ist so geil. Ohne Scheiß. Der Kooperationspartner von Just Nero.
das sind auch keine Unbekannten oder so, aber... Alter, also die sind so lost, das tut einfach nur extrem weh, weil du könntest... wir gucken uns das erstmal an und der sagt jetzt bestimmt was dazu und dann sag ich auch noch was dazu, das ist nicht normal. Das scheiß Placement rauszuhauen. Ich lag im Krankenhaus. Entschuldigung! Die haben das halt nicht gecheckt und wollten halt unbedingt ihre Integrationspreview. Schwierig, wenn man mit jemandem halt nicht vernünftig auf Deutsch oder Englisch kommunizieren kann. Was übrigens, also ich sag jetzt nicht, was es ist, ne? Das sind jetzt alles nur Vermutungen und so, ne? Aber ich weiß, um welche Firma es da geht und wie da drauf immer so beharren auf ihr Blazer und so. Ich glaube, selbst wenn du stirbst und du bist beerdigt, so, die kommen auf deine Beerdigung und machen den Sarg auf und sagen, ey, hier, pass mal auf, ey, komm, das Placement musst du jetzt mal noch machen. Ey, wir haben das festgemacht, Junge, du musst jetzt einfach, du musst jetzt mal noch das Placement raushauen, danach kannst du dich wieder hinlegen und so und dann kannst du von mir aus beerdigt werden. So sind die ungefähr drauf, also die gehen halt auch einfach über Leichen, was das angeht. Junge, wie kann man so sein, ey, manche, ohne Scheiße, manche Firmen, ja, die sind von ihrem Produkt so überzeugt, dass sie es irgendwo bewerben wollen, sodass die einem richtig auf den Sack gehen damit, ja. Also bei mir zum Glück noch nicht so, aber es gibt manche, die sind so dreist, unter anderem die Firma, um die es hier gerade ging. Lernt jetzt aus der Storytime, das will ich euch damit sagen. Ich habe keine Ahnung, ich wusste halt einfach nicht, was ich für ein Video machen soll und es hätte jetzt halt nichts hingehauen und es ist besser als gar keins. Das möchte ich euch sagen. In dem Sinne... Okay, ist Notfallvideo. Aber da muss ich sagen, Robin macht ja jetzt generell nicht... Wie viele Videos macht er? Vor 7 Tagen? Ja, aber jede Woche ein Video. Irgendwo, also, wenn ich das jetzt mal bei mir anschaue, ich mache die Videos auch komplett alleine. Ich mache ja alle 2 Tage der Zeit oder alle 3 Tage ein Video und trotzdem hat man mal irgendwie noch ein Thema gefunden, ja. Ich denke, wenn man sich mal so richtig dahinter klemmt und sich so richtig mal anschaut, was es wie wo gibt, dann hätte man auch Themen, ja. Also das definitiv. Das möchte ich an der Stelle mal sagen, weil das ist immer so eine Initiative. Du musst immer selbst gucken, ey, was ist denn gerade eben passiert? Du musst viele Videos angucken, musst immer schauen, ey, das ist interessant oder das ist interessant. Und deswegen ist es immer wichtig, da auch ein bisschen Selbstdisziplin zu zeigen, weil dann könnte man auch noch öfter Videos machen, theoretisch. Aber das Gute ist halt jetzt bei mir zum Beispiel, ich mache halt die Videos komplett allein, ich bin auf niemanden angewiesen. Das heißt, ich muss kein Video zu einem Cutter schicken, dann muss der Cutter das bearbeiten, dann schickt der mir das und dann bin ich angewiesen auf den Cutter, sondern ich kann das halt direkt von zu Hause aus selber machen. Und ich denke, dadurch geht auch alles deutlich einfacher und auch teilweise schneller. Gut, man hat zwar mehr Arbeit, aber da kann ich halt das Video zum Beispiel an einem Tag machen und lade es direkt noch am gleichen Tag hoch. Ja, wäre jetzt mit dem Cutter halt nicht möglich. Keine Ahnung. Like. Ich zeige... Okay. Aline Bachmann, ich zeige sie an, das Nero, ich find's schlimm. Die Frau ist sowieso sehr, sehr schlimm. Die Frau ist sehr, sehr schlimm, aber alles, sobald du Videos über diese Frau machst, da hast du einen CPM, einen RPM, also da Klicks, also 1000 Klicks für so und so viel Euro von ungefähr vielleicht 10 Euro. Also bei 1000 Klicks machst du 10 Euro, das ist unfassbar hoch bei dieser Frau. Weil ich weiß nicht, warum YouTube das so einstuft, aber immer wenn es um diese Frau geht, läuft das Video relativ gut, zumindest geldmäßig. Deswegen kann ich das nachempfinden, warum man da ein Video dazu macht, beziehungsweise da 10 Videos dazu macht, wie ein Da Vinci, der mittlerweile über 50 Videos bestimmt schon gemacht hat. Oder ein Robin, der schon, ich weiß nicht, 5 Videos gemacht hat. Die sind alle geisteskrank abgegangen, ja, auch bei Robin auf jeden Fall. Und ich denke, das wirft halt so krass Geld, also es lohnt sich definitiv. Deswegen macht von mir aus Videos gegen Aline Bachmann. Ich persönlich bin da raus und ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Schreibt gerne eure Erfahrungen zu Mandelentzündungen und alles Mögliche in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, haut rein. Lasst gerne ein Abo da und Kuss geht raus.